heiter sprudelnde Lebensfreude kennzeichnet das Präludium der ersten Suite, in welchem Bach die Mehrstimmigkeit mit leeren, weiterklingenden Saiten erreicht. Der fortlaufende Fluss in Arpeggien und Tonleiterfiguren kommt in der Satzmitte und am Schluss zum Stehen. Der erste und dritte Teil besteht aus je 19 Takten, der Mittelteil nur aus 3. Wenn wir die Struktur dieses Präludes grafisch darstellen, erhalten wir die Form eines Kreuzes, bei dem der Mittelbalken mit 3 Takten und den tiefsten Cellotönen C und Cis auf das Christus-Symbol verweisen. Während der erste Teil durchwegs in G-Dur gehalten ist, bleibt der dritte Teil in D-Dur und steigert sich mit einer Bariolagenpartie über dem Orgelpunkt D zum befreienden G-Dur-Schlussakkord.